Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator bei unserem aktuellen Kilometerscheffeln. Na gut. Ich hasse mal Spiele, wenn die startest, dass sie erstmal ewig brauchen, bis sie überhaupt irgendwas anzeigen. Ich meine, normalerweise startest du die Dinge halt über Steam, da hast du irgendwelche Steam-Ladedinger da, irgendwelche Shader werden generiert oder keine Ahnung was. Aber trotzdem wäre es schön, wenn, sobald du Programm startest, auch sofort ein Fenster kommt. Selbst wenn es einfach nur ein Ladefenster ist oder so. Zeit zu gehen. Das war ein bisschen irritierend. Oh, das ist doch nur einspurig. Ey, warum bremst du schon wieder? Warum bremst du mal kurz vor mir? Jetzt beschleunige ich da wieder. Oder war da gerade eine ganz kurze 30er-Zone oder was? Wieder schon wieder so komisch, dass man quasi nicht überholen kann. Ja. Weil wir da vorne oder ganz langsamer Verkehrsrichtung kommt. Oh, Frage geht auch noch zu. Ich meine, hey, immerhin Züge. Wow. Die Schranke geht aber sehr schnell zu. Blöder Baum.
Wir hätten unten gleich pennen können. Na, verdammt. Hab gar nicht gemerkt, dass das Bett schon gut geworden ist. Wir wollten ja 17 Uhr ins Bett. Ha. Ja, das ist ja auch gründlich schief gegangen. Bei der Geschwindigkeit, die ich jetzt anfange rumzudösen, dürfte ganz schön gefährlich werden. Wow. Aber wie man sieht, wird ohne Dösen schon ganz schön gefährlich hier. Eieieiei. Das macht schon Fun, ne? Wenn du so über Gipfeln oder in Tälern heftig um eine Kurve fährst, weil sich ja halt dadurch, dass du quasi halt über die Gipfel fährst und du damit quasi auf einmal ja schwerenlos wirst, sage ich jetzt mal ganz hart über, ah, das ist ein Bett, schwerenlos wirst, beziehungsweise wenn du im Tal bist, mehr Antriffsdruck hast, okay, lass uns eine neue Route, hast du halt ein ganz komisches Lenkverhalten, ne? Oh nö. Restzeit 20 Stunden. Ich hoffe, wir haben nur 10 Stunden geschlafen. Ah, wow, wir haben sogar nur 9 Stunden geschlafen. Nice, okay, cool. Kein Bock jetzt auf Regen. Ah, halt. Erstmal direkt hier wieder an. Gott, ich dachte, die Zeit wäre vorbei, wo wir auf sowas achten müssen. Scheiß Kredite. Demnächst rechts abbiegen. Wir gehen nach rechts ab. Yeah. Oh, nach vorne. Immer geradeaus. Ist keine Maut, oder? Ah doch, da ist Maut. Ja. Hey. Wunderschöner LKW. Boah, total überstrahlt. Alter, wie diese Radkappen leuchten. Ja, Schraubkappen. Na, auf jeden Fall, das, was da leuchtet, leuchtet ganz schön. Biege nach links ab. Thank you.
Ja, da, what? Wow, das ist neu. So, das kann ich aber gar nicht. Neue Route finden, neu berechnen. Warum? Er hat es doch, er hat noch lang geschickt. Kein Problem. Aber oh, bewegt sich das Ding auch? Bitte, 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 bitte. Oh, den Motor abstellen, das Ding bewegt sich auf jeden Fall. Immer wieder schön was Neues zu sehen. Das macht die Sache echt schön. Sind wir hier in einem neuen Gebiet? Nee, ne? Nee, ist bekannte Map. Also Map, die es schon ewig gibt. Also entweder war das Ding schon immer hier. Oder es wird jetzt bei manchen Sachen neu eingefügt. Nice. Letztens diese Fähre, die wir gefunden haben. Jetzt das Ding. Okay, lass uns eine neue Route finden. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Sachen bisher einfach immer übersehen habe. Sondern ich glaube wirklich, dass die Sachen jetzt nach und nach neu hinzugefügt werden. Was echt geil ist. Da freue ich mich schon auf das, was da noch kommt. Ah, ist schon. Macht die Sache definitiv abwechslungsreich. Früher bin ich auch immer sehr voll gerne durch den Land gefahren. Ungefähr so hier. Yay! Rauchschwaden, hui! Ja. Leute, was ist jetzt hier los? Ey! Immer diese Kreditraten. Wobei auf der anderen Seite, ich meine 8000 Euro, wir machen aktuell 100.000 pro Tag. Ich glaube, da fallen die 8000 nicht mal auf. Aber dennoch, das muss ich noch steigern. Ich meine, nur als Vergleich. Bei ATS machen wir über 2 Mille pro Woche. Na, da kommen wir irgendwo so bei 300.000 pro Tag raus. Biege nach rechts ab. Ich hoffe, ich verwechsel es nicht, aber ich glaube, es waren irgendwie 2,7 Mille pro Woche. Irgendwie sowas war das. Irgendwas habe ich mit 2,7 im Kopf gerade. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt mit irgendwas ganz anderem verwechsel. Oh, was ist denn da für ein Auto? Ah. Schön alter BMW. Immer geradeaus. Apropos Auto. Wirklich ein schön alter. Nice. Gefällt mir. Leute, fahr doch mal hier, da hier schlimm ist, hier. Weil da vorne ist ein Zickzack. Eieiei. Digga, der Fußweg ist so breit, kannst du mit dem LKW langfahren. Was ist denn hier los an meiner Kolben? Erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Links abbiegen. Biege nach links ab. Immer geradeaus. Wollte gerade sagen, ich glaube, ich kenne die Stelle jetzt sogar, aber klar. Auf Navi ist es gelb, also wir waren auf jeden Fall schon mal.
da verschwindet er. Biege nach rechts ab. Wow. Altes Industriekomplex. Steht da vorne für den Penis raus. Ah, Funkturm. Oder Funksendemast. Mehr Glück als Verstand. So muss das sein. Hab's halt schon vorher gespeichert, weil ich dachte, das kann gar nicht gut gehen. Aber hey. Spaß zu machen fängt es erst dann an, wenn du mehr als, also die maximale Geschwindigkeit, die zulässige, um das doppelt übersteigst, nein, das wäre das Dreifache. Also, wenn du auf einer 70er Strecke mehr als 140 fährst, dann fängt es erst an Spaß zu machen. Aus zum Gegenverkehr. Ich hoffe, das war das einzige Auto weit und breit. Da vorne kommt eine enge Kurve. Oh, das ist ein schöner Bus. So richtig klassischer, Alter. Bitte rechts
Nächstes war ein Tesla mit einem Autopilot. Der wusste genau, dass er mir aus dem Weg gehen muss, um seine eigenen Überlebenschancen zu erhöhen. Autopiloten sind schon was Feines. Ja, oh, schon wieder Pferderennen da vorne. Elefantenrennen. Ist so. Komm ruhig mal ein paar Tage durchweg Detektiv Conan. Bin ich sofort wegen Kokoro Mori an Pferderennen interessiert. So schnell geht das mit dem Glücksspiel. Lass mal hier durch hier, Alter. Ist ja hier. Wer soll ich dir? Ich muss eh nach rechts. Hallo. Ich meinte doch rechts. Hier 70er. Mach inne. Du Affenarsch. Philipp! Nein! Wie kann mich denn ein Philipp enttäuschen? Wahrscheinlich, weil Philipp alleine ist. Er braucht seinen Gegenpol. Erst dann können sie ihre Kraft entfalten. Quasi sowas wie die Exodia-Teile. Eine Karte alleine bringt halt nichts so. Da brauchst du einmal den Exodia-Kopf und viermal den linken Arm. Wow, da vorne ist aber eine sehr imposante Brücke. Jetzt ist auch eine sehr imposante Autobahn, die halt da vierspurig, leck mir am Arsch. That's not bad at all. Was sind wir hier gerade, sag mal? Oh, Sankt Petersburg. Oh, wir sind doch schon fast am Ziel. Lol. Wow, hier geht's aber ganz schön. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, würde ich gerne, wenn da nicht mal die da beim Penner wären hier. Bitte links halten. Noch 14 Kilometer. Bitte links halten. Bitte links halten. Das ist auch ein witziges Kreuzungsdesign.
Endlich hier. Ach da. Endlich, wir sind da. Yeah! Was? Gute Arme? Ach ja, ja schon. Da haben wir ein bisschen Charme bekommen, ne? 8000 Euro. Für 2%. Wow, wir haben ganzes Level geschafft. Fast ganz Level. Also, mehr als die Hälfte auf jeden Fall. Schlafen könnte ich machen. Andererseits, wozu eigentlich? Guck mal, wo es die nächste Mission bringt. Können wir auch bei der nächsten Mission pennen. Aber erstmal, bevor ich es vergesse. Dankeschön. So. Frachtmarkt. So, was haben wir denn hier? 60k, ja, ich meine, hier oben waren wir noch nicht. Oh, ich würde gerne halt richtig lange Missionen machen. Aber das hier ist, ja, geht halt wieder zurück so. Ja, ich würde mal schon sagen, dann machen wir das hier, ne? Ja. Ab oben nach Skandinavien. Übrigens, ich habe heute rausgefunden, erfahren, gelesen, dass ein neues DLC in den Startlöchern steht, was die Sachen hier nach oben erweitern soll. Also um die skandinavischen Länder so erweitern soll. Da bin ich auch richtig gespannt drauf. Weil ich fand es immer schon schade, dass hier nur die unterste, guck mal hier, ne, Finnland ist quasi gar nichts, Schweden, okay, hier ist unten relativ viel, aber ist auch relativ ausgemagert und Norwegen ist auch nur hier unten ein kleiner Klecks. Und das hier, ne, dass da nie hier oben mehr gemacht wurde, aber jetzt kommt wohl, also das DLC ist halt in Arbeit, das wurde noch kein Veröffentlichungsdatum genannt oder so. Aber es kommt wohl. 100 Kilometer Anreise. Heilige Scheiße. Wobei, machen wir diese Folge erst. Ja, also, da freue ich mich schon echt drauf. Da geht es bei ETS auch bald mal weiter mit ordentlichen DLCs. Bis dann.